Ich hätte noch einen Kaffee trinken sollen. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über USB-C-Ports, also die Gerätschaften, die dafür sorgen, dass du an deinem USB-C-Anschluss weitaus mehr nutzen kannst, als nur den bloßen einen Anschluss. Ich habe in diesem Fall auch von Gizmo 3 verschiedene USB-C-Ports zugesandt bekommen. Ich zeige sie mal hier in die Kamera. Und diese 3 Geräte werden wir uns heute ein bisschen näher anschauen und darauf eingehen, wo sie meiner Meinung nach eingesetzt werden könnten, beziehungsweise wo ich die Vorteile daran sehe und für wen das Ganze natürlich geeignet ist. Disclaimer gleich vorab, das sind 3 Testgeräte von Gizmo, die gehen nach dem Test auch wieder zurück. Das ist also ein gesponsertes Video von Gizmo und ich darf aber meine Meinung frei äußern, habe nichts im Vorfeld geskriptet oder so, sondern ich darf sie selbst komplett frei testen und auch am Ende sagen, wie ich sie finde. Fangen wir mit dem kleinsten Gerät gleich an und zwar ist es dieses hier, ich habe es gerade eben ausgepackt, das vor allen Dingen für die iPads gedacht ist. Du hast also hier hinten einen USB-C-Anschluss, den du in das iPad reinstecken kannst, mit einer magnetischen Halterung. Es gibt eine Halterung, die ab iPads 2021er Generation gedacht ist und eine Halterung, die für alle iPads davor gedacht ist, die dann USB-C-Anschluss natürlich schon hatten. Du kannst das Ganze hier abmachen, kannst auch ohne verwenden. Ist aber aus Plastik gefertigt und wirkt jetzt nicht so stabil, das muss ich gleich dazu sagen. Ansonsten passt es aber und fügt sich recht gut in das ganze Design mit ein. An der Seite hier siehst du einen HDMI-Anschluss, der 4K bis 30 Frames pro Sekunde kann. Reicht für die meisten Anwendungen, wenn du um mobil mal was zeigen möchtest, an einem Beamer oder Bildschirm beispielsweise. Hier hast du dann USB Typ A. Du hast hier SD-Kartennutzung, einmal normal und einmal Micro-SD, beides bis maximal 512 GB. Hier hast du dann einen Klinkenanschluss, wenn du quasi Kopfhörer nutzen möchtest und den Anschluss jetzt an der Ecke hast, wo es ungünstig ist. Und hier hast du dann USB-C nochmal als Anschlussmöglichkeit und natürlich auch mit Power Delivery, das heißt, du kannst deine Geräte darüber laden gleichzeitig oder du schließt dir einfach etwas per USB-C an, was du benutzen möchtest. Das Design an sich finde ich ganz gut, ist auf jeden Fall sehr gelungen, fasst sich auch wertig an, also kein billiges Plastik, auch wenn das hier grau nur schimmert. Das ist Metall, das ist sehr wertig, finde ich, verarbeitet. Sollte also für unterwegs durchaus halten und nicht irgendwie leicht kaputt gehen, wenn du das mal versehentlich in eine Tasche steckst oder ja, irgendwo ein bisschen Druck drauf kommt. Also das sollte auf jeden Fall passen. Kommen wir zu dem zweiten USB-C-Dongle und den habe ich auch schon hier. Ich zeige ihn wieder in die Kamera, dass du das sehen kannst. Hier gibt es dieses Mal 2 USB-C-Anschlüsse gleich nebeneinander. Aus dem einfachen Grund, weil es besser hält am MacBook Pro, denn das Ganze ist für das MacBook Pro gedacht. Also alle MacBook Pros, die diese Anschlüsse quasi haben nebeneinander. Und du hast sozusagen auch die Anschlüsse belegt, hast aber auch die Gewissheit, das hält, da wackelt nichts und das passt auch. Hier ist wieder der Anschluss für HDMI 4K 30 Frames, das ist also gleich geblieben. Du hast hier auf dieser Seite hier 3x USB-A Anschluss. Dann hast du die Möglichkeit, wieder SD-Karten im normalen und im Mikroformat anzuschließen, wieder bis maximal 512 GB Unterstützung. Hier hast du einen Thunderbolt 3 Anschluss, der ermöglicht es, das Gerät beispielsweise bis maximal 100 Watt aufladen zu können, gleichzeitig bei der Benutzung oder eben ein USB-C-Gerät nochmal anzuschließen. Du kannst hier auch bis zu 5K 60 Hertz Videoübertragung nutzen, beziehungsweise auch ein ganz normales USB-C-Gerät anschließen, wenn du irgendwas anderes damit nutzen möchtest. Der Dongle fasst dich auf jeden Fall auch wieder hochwertig an. Hier an der Seite muss ich sagen, hier mit dem Plastik ringsherum, sieht jetzt nicht so schick aus. Das ist wieder so die Designfrage, aber ich finde es okay. Das Ganze ist sonst sehr gut verarbeitet, also aus Aluminium vermute ich. Irgend so eine Metall-Aluminium-Legierung. Fasst dich nicht billig an. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist hier die Plastikverarbeitung. Das hätte jetzt nicht so sein müssen. Da hätte man vielleicht doch komplett aus Metall fertigen können. Aber ich bin auch kein Produktspezialist. Das wäre an der Stelle gesagt, weil ich habe das Gefühl, wenn hier so viel aus Plastik ist, das könnte dann irgendwann vielleicht doch mal nicht mehr so gut halten. Demzufolge, ja, ist okay. Kann man machen. Für den Preis ist es auch in Ordnung, aber ob das jetzt so langlebig ist, weiß ich nicht. Das Letztes in der Runde gibt es dann noch dieses USB-C-Dongle von Gizmo, was komplett aus Kunststoff gefertigt wurde, das muss ich gleich dazu sagen. Hat aber ein Anschlusskabel dran, wo du viel flexibler bist und selber entscheiden kannst, gerade im Arbeitsbereich. Beim Desktop-Rechner gehe ich jetzt von hinten dran, habe die Anschlüsse alle nach vorn gebracht oder ja, kann ich anders positionieren, sodass es für mich einfacher ist im Handling. Also das finde ich gut. Aber es bleibt auch hier und da ein bisschen Wermutstropfen. Es ist dicker, klobiger und auch aus Kunststoff und demzufolge jetzt nicht ganz so wertig und flexibel wie die anderen beiden, die ich vorhin vorgestellt habe. Anschlussseitig findest du hier wieder den HDMI-Port mit 4K bis zu 60 Hertz Auflösung. Das ist ein bisschen besser als die anderen.
Dann hast du hier natürlich wieder die Möglichkeit, per USB-C ranzugehen, einmal zum Aufladen als Power Delivery bis zu 100 Watt und einmal für die Datenübertragung. Und du hast auf der anderen Seite wieder typisch USB-A-Anschluss und den SD-Kartenanschluss für die normalen und die Micro-SD-Karten mit maximal 512 GB Unterstützung. Wie handhabe ich das Ganze jetzt für mich in meinem Desktop-Bereich? Also ich muss sagen, ich fände so eine Lösung für den Desktop-Einsatz besser, weil ich hier viel flexibler bin und mir die Anschlüsse, die hinten am Rechner dran sind, nach vorn holen kann. Ich kann also hier mir zum einen helfen, dass ich überhaupt einen SD-Kartenanschluss habe an meinem Mac. Zum anderen liegt er dann gleich nach vorn. Das heißt, ich muss nicht hinter den Schreibtisch klettern, um die SD-Karten anzuschließen. Ich kann das Ganze direkt von vorn machen, finde ich ultra praktisch. Ich kann von vorn auch mal schnell eine mobile Festplatte anschließen oder einen handelsüblichen USB-Stick. Das ist für mich persönlich im Alltagsablauf schon ein bisschen besser. Aber hat natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, dass es nicht ganz so gut verarbeitet wurde. Also wen es interessiert, der sollte sich vielleicht unbedingt alle drei mal anschauen und dann selbst herausfinden, ob der Einsatz hier und da entweder sinnvoll ist oder eben mit einem anderen Gerät doch besser ist, beispielsweise mit einem festen USB-C-Anschluss oder eben mit dem flexiblen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass gerade für die iPads auch die anderen Geräte sehr interessant sind, weil du dann die Möglichkeit hast, bei allen iPads mit USB-C-Anschluss nochmal die Anschlussmöglichkeiten deutlich zu erweitern. Also ich kann zum Beispiel als Fotograf oder Videograf mir meine Daten über den SD-Kartenanschluss dann auf das iPad rüberziehen, kann dort Bilder bearbeiten, kann Videos bearbeiten, kann Dokumente hin und her schieben. Wenn ich den beispielsweise für einen Kunden mal doch unterwegs mal fix was rüberziehen möchte auf einen USB-Stick oder dergleichen, das ist schon echt cool. Oder wenn ich unterwegs keine andere Möglichkeit habe und mich mit SD-Karten austauschen möchte, mit anderen Fotografen beispielsweise, da kann ich dann auch die SD-Karte sozusagen kopieren aufs iPad und dann wieder zurückspielen über dieses Dongle auf die andere SD-Karte. Das ist schon sehr praktisch und ich sage mal, gerade für unterwegs ist dann auch so ein Anschluss nicht zu viel. Das passt in jede Tasche, habe ich den Eindruck. Wüsste ich auch jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte. Also man hat auf jeden Fall was Flexibles mit dabei, was dir ermöglicht, dann doch auf die eine oder andere Situation noch reagieren zu können. Und wie gesagt, wer unterwegs sehr viel arbeitet, für den ist vielleicht so etwas mehr. Und wer auch zu Hause sagt, an meinem iPad möchte ich ein bisschen mehr nutzen als nur den bloßen USB-C-Port, der sollte sich vielleicht mal dieses Dongle hier anschauen, da empfehle ich eher dieses hier. Ansonsten für alle anderen im Desktop-Bereich wäre vielleicht eher das mit dem flexiblen Kabel etwas besser, weil du freier bist in der Benutzung und vor allen Dingen auch in der Positionierung. Und ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, sich sowas mal anzuschauen, wenn du jetzt nur USB-C-Anschlüsse an deinem Rechner hast. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick geben, wie du vielleicht USB-C-Anschlüsse vielseitiger nutzen könntest. Und wenn du schon lange auf der Suche nach einem USB-C-Dongle bist, dann habe ich dir vielleicht heute eine der Lösungen sogar schmackhaft gemacht. Ich verlinke die Produkte auf jeden Fall unter diesem Video. Das heißt, du kannst da nochmal in Ruhe reinschauen und vielleicht selbst nochmal überlegen, ob du das mal ausprobierst, ob das was für dich ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr sowas überhaupt benutzt oder ob ihr alle Rechner habt und Geräte habt, wo das jetzt nicht sein muss, weil ihr da alle Anschlüsse dran habt. Danke ich euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin und tschüss.